Mama! Mach mein arabisches Outfit ready. Es geht nach Katar. Let's go, bitch! Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Ich gebe meinen Koffer hier ab und meine Tasche. Und die Jungs machen ein Interview mit mir. Okay, Jungs, let's go. Interview with me. Where are you from? Germany. What is your name? Hamid. How old are you? 22. Have you a sister or a brother? Yes. Do you watch the World Cup? Yes. What is your favorite team in the World Cup? Argentina. Who is your favorite player in the World Cup? I würde sagen Messi, but I say Di Maria because it's cool. Fans nehmen einfach Überhand. Ich bin jetzt durch die ganzen Kontrollen. Ich habe mich aus Versehen bei der Schlange angestellt, wo Leute sind ohne deutschen Pass. Aber ich habe einen. Ich habe einen deutschen Pass. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber jetzt geht's in den Flugzeug rein. Bitte, lieber Gott, bitte. Ich will nicht sterben. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich hätte echt einen Rollkoffer mitnehmen sollen. Das ist ein bisschen schwierig alles. Oh, no. Yes. This Argentina. No. Argentina. No. This one. No. Last World Cup we lost, but this one we win. We will win. Ich habe hier gerade Essen bekommen. Sieht eigentlich ganz okay aus. Und das ist der erste Flug, den ich habe, wo ein Tablet drin ist, beziehungsweise so ein kleiner Fernseher. Und hier sind auch Filme dabei und Harry Potter. Aber es ist auf Englisch und ich verstehe es nicht. Aber das Essen ist gut. Hier ist sogar so ein Pudding, aber ich mag kein Pudding. Wir sind jetzt angekommen in Katar und ich lebe noch. Endlich in einem Land, wo ich mich wohlfühle als Araber, in einem Arabistan-Land. Guckt euch an, wie cool das gemacht ist. Man kommt an und dann ist da direkt eine Wand mit dem World Cup-Logo. Weltmeisterschaft! Hä? Niemals, Chat! Ich habe Messi schon am Flughafen getroffen. Messi. Warte, das kann nicht ernst gemeint sein. Das ist Schische. Das ist niemals Messi Originalgröße. Ich bin ja viel größer als er. Viel größer. Hier sind so viele Argentinier am Flughafen. Hey. Vamos. Vamos. Maradona. Where are you from? We got this, Germany. Germany, okay. Yes, and you, Argentina? Yes. Yes, vamos, we got this. Okay, good. Seht ihr, so viele Argentinier und so viele Marokkaner und Franzosen und Kroaten, alle, die noch drin sind, alle hier. Ich sag euch, Leute, diese warme Luft in arabischen Ländern, das war jetzt in Ägypten, in Syrien, das fühlt sich einfach so gut an der Haut. Es fühlt sich einfach richtig an. Lebt natürlich lieber in Deutschland, aber ich weiß nicht, fühle mich hier auch wohl. Außerdem kann ich auch Arabisch ein bisschen. Leute, ich habe jetzt ein Uber geholt. Und wir fahren jetzt zum Hotel. What is your name? Malako. Malako? Yes. Are you from Qatar? Live here, Qatar. You live here? Okay. And what but is your... I'm Ethiopian. Ethiopian? Ah, I know Ethiopian. They have beautiful, beautiful country. How long do we drive? You know? Here? Yes? I am here 10 years. 10 years? Yes. Eigentlich wissen, wie lange wir brauchen zum Hotel. Er sagt mir 10 Jahre. And how long do we need to the hotel? This is 27 minutes. 7 minutes only? 27. Ah, 27. Eine halbe Stunde. Can I make music on? No problem. Yes, sir. Yes, sir. Cool. Okay, I show you music, okay? Zeig ihm jetzt mein Lied, Jungs. Okay, I show you now music, okay? But you have to say your real opinion, okay? You say shit or you say good, okay? Für wen spielt Frankreich? Ist es Frankreich oder doch Afrika? Abnormal, Katar, Arab, WM, Patak, am Sack, Patak. Woher ich doch komme, dann sag ich Fisch. Ich bin aus Deutschland, Deutschland. Neuer, Testegen, Trab, Ginzer, Fühle, Schlotter, Ketchup, Kera. You like it? Kimmich, Goretzka. Yeah.
You like it? You make remix? I make remix? No, it's my song. Ah, you mean the beat? Yeah. Yeah, it's a sample. You like it? Very good. Yes! Wir fahren jetzt zum Hotel direkt. Pünktlich zum Breakfast. Vieles passiert mit dir, Comebacks sind für dich selbstverständlich. Bildung kann dir nichts mehr versprechen. Komm und versuch. This is the most beautiful city I have seen in my life. Yes, really. Wow. Argentinien, komm, zeig Argentinien. Argentinien! Tiger! Wie verrückt das aussieht. Ob man das überhaupt richtig sieht. Guck mal, wie viele Wolkenkratzer hier sind. Das ist verrückt. Ich muss das kurz festhalten. Ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Stadt gesehen. Es ist zwar alles künstlich aufgebaut, aber es sieht so wunderschön aus. Okay, it was a nice drive, man. I hope you, next time you my Uber again. I hope so. No problem, you can contact me in that number. Really? Uber. Yes. And then you come? I come. No yes, problem. Man. No problem. Nice, man. Thank you. I hope I see you again. Maybe tomorrow. You drive tomorrow? Yes. Yes, nice. Okay, wir sind da. Wir sind am Hotel angekommen. Jetzt nehme ich nur noch meine Sachen mit rein. Alter, hier sind alle so nett zu mir. Das ist richtig unüblich. I say you very nice. Yeah. In Germany people are not very nice. You are, but you're very nice. Generell Leute in Katar, sehr, sehr nett. Hello, I wanted to check in. Pass. And signing, right? Muss hier meine E-Mail eingeben. Jetzt noch unterschreiben. Okay. Kleine Tricks am Rande. Ah, warte, ich habe mich gerade selbst beleidigt. Mit der Unterschrift. Just call zero. Water. Anything, just zero. Yeah. Okay. Okay, ich habe jetzt meine Kartennummer und jetzt checken wir das Hotelzimmer ab. 14. 14, ja, yeah, sure. Thank you very much. Welcome, sir. Thank you. Boah, die sind so nett. Und es riecht hier so gut. Es riecht nach Geld. Weil die alle stinkreich sind. Also nicht alle, aber es ist ein stinkreiches Land. Hier ist sogar ein Fernseher im Fahrstuhl, hä? Er guckt Fernsehen, während er 2 Minuten im Fahrstuhl ist. Das ist mein Zimmer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh mein Gott. Junge, wie groß. Wie groß. Falls euch manche von euch wundern, ich habe es nicht selber bestellt. Deswegen, wow, voll groß hier. Guck mal, wie groß der Fernseher ist, hä? Okay, jetzt die Aussicht. Zeig mir bitte was Schönes. Oh, ups. Wow. Wow. Das ist eine verrückte Aussicht. Und der Typ, der meine Koffer bringt, ist, glaube ich, da. So ein netter Mensch. Thank you very much, sir. You need help? Yes, yes. Thank you very much, sir. You're the best, man. Thank you very much, sir. Have a nice day. You too. Thank you. Und jetzt machen wir den allseits bekannten Bett-Test. 3, 2, 1. Wow. Oh, das Bett ist geil. Das Bett ist geil. Let's go! Let's go! Es ist wirklich verrückt, dass ich jetzt einfach in Katar bin, spontan. Wegen der Wette. Justin blends nochmal ein, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wenn wir in dem Sammelalbum Messi ziehen, fliegen wir nach Katar! Ah! Ah! Oh mein Gott! Wir müssen einen Flug nach Katar buchen. Wir werden morgen Messi sehen. Wir werden alle aus der argentinischen Nationalmannschaft sehen. Di Maria, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Cristian Romero, Otamendi, Acuña. Alle sind da. Ich hoffe, Argentinien verliert nicht. Argentinien verliert nicht! Argentinien verliert nicht gegen Kroatien. Argentinien ist einfach besser. Ende.